Und plötzlich bricht Panik aus. Nach einem israelischen Angriff auf die Stadt und das Zeltlager in Rafah im Gazastreifen versuchen die Menschen schnellstmöglich Schutz zu finden. Die Aufnahmen aus dem Camp zeigen, wie sich die Massenpanik ausbreitet und die Menschen zum Ort des Raketeneinschlags eilen, um den Opfern zu helfen. Menschen sammeln sich um ein Auto, das von der israelischen Armee beschossen worden sein soll. Nach Angaben von Augenzeugen sollen israelische Kampfflugzeuge Ziele in Rafah im Süden des Gazastreifens bombardiert haben. Wir waren dabei, die Kinder zu unterhalten, und dann fielen Raketen auf den Eingang des Lagers, in dem wir uns befinden. Die Granaten wurden auf die Kinder und auch auf uns geschleudert. Bei den Menschen im Camp handelt es sich um vertriebene Palästinenser. Ihnen hatte die israelische Regierung ursprünglich versprochen, im Süden des Gazastreifens vor Angriffen sicher zu sein. Die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner Gazas lebt in der Stadt Rafah am südlichen Rand des Küstenstreifens. Das provisorische Zeltlager von Rafah beherbergt über 130.000 palästinensische Flüchtlinge. So das Hilfswerk der Vereinten Nationen.